Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika im Spiegel von Wirtschaft und Börse. Heute geht es um Telekommunikation, um Mobilfunk. Ein Riesenmarkt in Afrika, wenn nicht gar überhaupt der Markt weltweit überhaupt. Und sprechen wollen wir drüber mit Hartmut Sieper. Er ist CEO von TransAfrica Invest. Herr Sieper, was macht den Mobilfunkmarkt in Afrika aus Ihrer Sicht so spannend? Zum einen sind es die sehr hohen Wachstumsraten. Denn keine Region der Welt wächst im Mobilfunkmarktsegment so schnell wie Afrika. Und der Markt ist nicht gerade klein. Inzwischen haben wir über 1 Milliarde Menschen, die in Afrika leben. Und die telefonieren ja nicht nur mit diesem Handy, sondern da wird auch der komplette Zahlungsverkehr mittlerweile abgewickelt, habe ich gehört. Richtig. Der kenianische Mobilfunkanbieter Safaricom beispielsweise hat schon vor einigen Jahren M-Pesa eingeführt, eine innovative Technologie zur Abwicklung von Zahlungsverkehr. Warum? Ganz einfach, es gibt mehr Afrikaner, die ein Mobilfunktelefon haben, als Afrikaner mit einem Bankkonto. Und somit kann eine wichtige Lücke geschlossen werden. Das Pro-Kopf-Einkommen in Afrika ist allerdings nicht sehr hoch. Rechnet sich das überhaupt? Sind die Umsätze pro Kopf mit den Handys nicht noch viel zu gering? Also der durchschnittliche Umsatz pro Kopf natürlich, der ist sehr gering. Aber da ist es wieder so, einmal macht es die Masse. Und einzelne Länder wie zum Beispiel Nigeria haben allein 150 Millionen Menschen. Und zum anderen gibt es dann Zusatzdienste wie eben dieser Zahlungsverkehr, die das Ganze für die Anbieter sehr interessant machen. Natürlich ist diese Attraktivität schon längst von den internationalen Telekommunikationskonzernen erkannt worden. Wer beackert denn diesen Markt am stärksten von den Unternehmen, die wir hier auch in Westeuropa kennen? Also zu nennen ist da vor allem die südafrikanische MTN, die übrigens mehr Subscriber in Nigeria hat als im heimischen Markt Südafrika. Dann ist Zain zu nennen. Das ist der Anbieter aus Kuwait, der auch dort notiert wird, die viele Tochtergesellschaften jetzt schon in Afrika haben. Und dann von den Playern, die wir kennen, ist es Vodafone bzw. Vodacom. Welche Länder sind ganz besonders attraktiv in Afrika? Klar, wir lesen immer wieder von Südafrika als entwickelte Industrienation, aber von den anderen Ländern, die wir vielleicht nicht so ganz oben auf dem Schirm haben. Das sind zum einen die bevölkerungsstarken Länder, wie bereits erwähnt Nigeria, aber auch Ägypten mit 80 Millionen Menschen. Marokko ist interessant, auf Sicht der nächsten Jahre sicherlich auch Äthiopien mit 80 Millionen Menschen, der Kongo mit 70 Millionen Menschen. Und ansonsten gilt die Fantasie quer über alle Länder, denn überall ist das Potenzial groß, weil die Marktdurchdringung noch relativ niedrig ist, die aber jetzt in den weiterentwickelten Ländern auch schon stark wächst. Das sagt Hartmut Sieper, CEO von TransAfrica Invest, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.